Das Haus. Wim und Adri bauen eine Bretterbude. Nicht weit von der Brücke entfernt steht ein altes Fabrikgebäude. Früher war es mal eine Käsefabrik. Jetzt haben sie sich eine neue Käsefabrik gebaut, direkt neben der alten. Die alte Fabrik steht nur noch halb. Sie wird abgerissen. Martje, Adri und Wim haben Bretter und Pfähle aus den Trümmern gezogen und unter die Brücke gelegt. Das war gestern. Heute hat Adri einen Hammer und Nägel mitgebracht. Die Jungen zimmern unter der Brücke das Haus zusammen, direkt am Ufer. Ein Haus mit einem Fenster, aus dem man aufs Wasser gucken kann. Martje sitzt untätig daneben. Sie hat die Knie hochgezogen und schaut zu. Wim läuft zu ihr hin und fragt: Warum hilfst du uns denn nicht? Ich weiß es nicht, antwortet Martje. Kannst du etwa nicht zimmern? Ruft Adri. Das kann doch jeder, meint Wim. Ich musste gerade an etwas denken, Martje seufzt. An etwas nicht so Schönes. Das kommt durch das Haus. Gefällt es dir nicht? Es ist auch noch lange nicht fertig. Doch, ich finde es prima, sagt Martje. Es wird ein schönes Haus. Und deshalb habe ich gedacht, in dem Haus möchte ich später mal wohnen. Aber wenn man in einem eigenen Haus wohnen will, muss man verheiratet sein. Ich will später Adri heiraten und dich auch. Aber ich glaube, das geht nicht. Ich heirate später sowieso nicht, sagt Wim. Adri? Adri legt den Hammer hin und kommt zu ihnen. Wim erklärt Adri das Problem. Martje will mich später heiraten und dich auch. Das geht nicht. Und ich will später sowieso nicht heiraten. Aber in unserem Haus wohnen will ich schon. Ich will später auch nicht heiraten, sagt Adri. Martje wird rot. Adri geht wieder zurück an seine Arbeit. Wim weiß nicht, was er machen soll. Doch plötzlich hat er eine Idee. Wir wohnen später einfach zu dritt in unserem Haus. Wir bauen drei Zimmer. Dann muss man nicht verheiratet sein. Martje springt auf. Zu dritt! Und sie braucht sich später nicht zwischen Adri und Wim zu entscheiden. Was für ein Glück, dass Wim so gute Einfälle hat, denkt Martje und geht den Jungen helfen.